So, willkommen beim Tutorial, wie wechsle ich die Batterie bei der Funkschlüssel des Audi e-trons. Da ich ein Rechtshänder bin, nehme ich den Schlüssel so in die Hand, drücke mit dem linken Daumen den silbernen Button, somit kann ich den Ersatzschlüssel rausnehmen, drücke dann weitergehend den Schlüssel leicht schräg in die Öffnung, drücke an. Danach sehen Sie, hebt sich der Deckel, wo e-tron draufsteht, hier leicht ab. Mit dem Nagel kann ich dann den Deckel rausziehen. So, da einfach so abheben und ihr seid in der Batterie drinnen. Diese austauschen ist eine 2032er 3 Volt. Knopfzellenbatterie und austauschen, wieder zusammenklappen und der e-tron funktioniert wieder. Viel Spaß!